Hallo, ich bin Simone von Tai Chi im Park. In diesem Video zeige ich euch die erste Vorübung aus dem Wu Tai Chi Chuan nach Mahjong Bo. Viel Spaß! Zuerst ein kurzes Aufwärmtraining mit Schultern kreisen. Andere Richtung. Dann beide Arme nach oben, Hände drehen nach außen, Arme an den Seiten nach unten, nach vorne, nach oben. Seitlich nach unten. Und das Ganze ein wenig schneller. Sehr gut. Dann andersrum. Seitlich nach oben, Handflächen drehen, einklappen nach oben und vorne nach unten. Seitlich zur Seite und nach oben. Vorne nach unten. Sehr gut. Dann etwas breiter aufstellen, Füße leicht ausgedreht, hinsetzen, Knie gleiche Richtung wie die Füße, Hüfte stehen lassen und oben drehen. Oberkörper drehen, Hüfte bleibt stehen. Sehr gut, Position auflösen, einen Fuß nach vorne und Fußgelenk kreisen. Andere Richtung. Beinwechsel. Andere Richtung. Sehr gut. Fangen wir jetzt an mit der ersten Vorübung. Wir stellen uns aufrecht hin, Füße parallel und schulterbreit. Die Arme fangen an, sich nach vorne zu bewegen, Finger führen. Schulterhöhe. Ellbogen beugen, Fingerspitzen oben lassen. Dann Unterarme dazu, Handgelenke beugen. Hände drehen zur Seite. Hände drehen, Arme steigen, Schulterhöhe. Handflächen zeigen nach oben. Dann nach oben einklappen. Vorne nach unten. Und zurück gleicher Weg nach oben. Handflächen drehen, seitlich die Arme nach unten führen. Arme nach vorne, Fingerspitzen, Schulterhöhe. Jetzt aber links und rechts 45 Grad nach oben. Arme führen und Handflächen nach oben drehen zum Himmel. Jetzt den Oberkörper drehen, Hüfte stehen lassen, nach links
so weit wie es geht. Kopf zeigt weiter nach vorne und dann zurück. Nach rechts. Hände drehen, Handflächen nach unten, Arme, Schulter hoch, Ellbogen beugen, Unterarme dazu, Handgelenke knicken. Zweite Wiederholung. Hände drehen nach außen, Unterarme drehen, Handflächen nach oben, einklappen. Dann nach vorne, nach unten. Zurück nach oben. Handflächen drehen, seitlich nach unten. Und Arme nach vorne, nach oben. 45 Grad links und rechts öffnen. Oberkörper drehen nach links, Hüfte stehen lassen. So weit wie es geht, dann wieder zurück. Nach rechts. Und zurück. Arme senken, Handflächen drehen nach unten, Ellbogen sinken, Fingerspitzen bleiben oben, Unterarme sinken, Handgelenke knicken. Letzte Wiederholung. Das war die erste Vorübung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid vielleicht schon ein bisschen entspannt. Im ersten Halbjahr 2022 biete ich 3 Tai-Chi-Kurse an, wo ihr die Vorübungen und auch das Wu-Tai-Chi lernen könnt. Schaut doch gerne mal rein auf meiner Webseite www.taichiimpark.de. Dort findet ihr alle Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung. Ich freue mich, wenn ich euch wiedersehe. Bis bald!